Gerade vom Walder alternative Nachrichten. Heute ist der 21. Juli 2015. Karlsruhe kippt das Betreuungsgeld. Es jubeln SPD und Linke und Grüne. Ich weiß aber nicht, was es zu jubeln gibt. Ministerpräsidentin Kraft von Nordrhein-Westfalen müsste ja eigentlich zur Kenntnis nehmen, dass mit den Füßen sehr viele Eltern in ihrem Bundesland sich für das Elterngeld entschieden haben, dass sie es brauchen. Jetzt gibt das Bundesverfassungsgericht die Aufgabe des Betreuungsgeldes als Länderaufgabe den Ländern in die Hand und hat Nordrhein-Westfalen den Haushalt, so ein Geld zu stemmen? Und wollen die es überhaupt? Dass es gewünscht wird, beweisen ja die Eltern. Und ich frage mich auch, das Urteil müsste man erstmal richtig lesen, aber trotzdem, ich frage mich, ob richtig argumentiert wird. Die Richter sagen, wenn man eine Leistung nicht in Anspruch nimmt, hat man keinen Anspruch deswegen, dafür eine Entschädigung zu kriegen. Also die Eltern, die ihr Kind nicht in die Kita schicken, die nehmen eine Leistung nicht in Anspruch. Liebe Richter, haben Sie sich schon mal gedacht, dass diese Eltern eine Leistung erbringen? Eine Leistung, die andere Eltern an die Kita delegieren? Für die delegierte Leistung zahlt der Staat, für die selbst erbrachte Leistung zahlt der Staat nicht. Und Leistung soll sich wieder lohnen? Das ist doch eigentlich ein altbekannter Spruch. Hier wird ganz am Thema vorbei argumentiert. Es geht nicht darum, die Eltern dafür zu etwas Geld zu geben, dass sie etwas nicht nutzen, sondern es geht darum, den Eltern dafür Geld zu geben, dass sie etwas leisten. Und da sind 150 Euro eigentlich viel zu wenig für das, was die Eltern leisten. Und 150 Euro pro Kind sind auch viel zu wenig, um dafür entsprechend Betreuungsplätze bieten zu können. Die kosten nämlich mindestens das Zehnfache. Was soll also diese heutige Sache? Sollen alle Eltern gezwungen werden, entweder zu verhungern oder ihre Kinder in die Betreuung zu geben? Soll überall dieses eine Aufbewahrung in größeren Gruppen, getrennt von den Beziehungen und Ähnlichem stattfinden? Beide Eltern sollen zwingend vollerwerbstätig sein, müde von der Arbeit zurückkommen und sich dann noch voll um ihre Kinder kümmern können. Wenn Eltern erwerbstätig sein wollen, ja, dann sollen auch Krippen geschaffen werden, dann sollen Kitas geschaffen werden. Aber doch bitte nicht dieser Zwang, und wenn es auch nur ein sanfter Zwang ist. Also diese Regelung verlangt eigentlich nach einer Neuordnung der Gesetzgebung. Hier ist einiges falsch geregelt, vielleicht hat der Bundestag auch falsch argumentiert. Aber auch die Richter hätten ja anders argumentieren können und hätten gezielt nach Wegen suchen können, unter welchen Voraussetzungen ist das Betreuungsgeld denn gerechtfertigt. Sie könnten ja sagen, der Bundestag argumentiert falsch, aber es wäre unter den und den Voraussetzungen gerechtfertigt. Die Kita-Plätze für die vielen Kinder, die jetzt kein Betreuungsgeld mehr kriegen, die möchte ich sehen. Viele Länder sind hochverschuldet. Sie können sich weder so viele Kita-Plätze leisten, noch können sie überhaupt einspringen für das ausfallende Betreuungsgeld. Sie werden aber aus ideologischen Gründen auch nicht willens sein, sich vom Bund das Betreuungsgeld finanzieren zu lassen, was jetzt ja durch eine einhellige Ländermeinung möglich wäre. Das Gericht hat nur formal auf der juristischen Ebene geurteilt und je nachdem, wie die Gesetze sind, können die Richter vielleicht gar nicht anders. Das müsste man im Einzelfall prüfen. Aber die, die geklagt haben, die haben den Familien einen Bärendienst erwiesen. Wo kein Kläger, da kein Richter. Und viele Familien würden das Betreuungsgeld kriegen. Ich kann hier nur sagen, danke SPD, danke die Linke, danke die Grünen für eure Arbeit gegen das Betreuungsgeld. Ihr mögt jetzt jubeln. Ich hoffe, dass Wähler, die für die Familie sind, diesen Parteien die Stimme entziehen.